wussten ja, dass wir ein Mädchen bekommen und Herzton war super, es war alles gut. Sie hätte eigentlich nur noch kommen müssen. Und dann... Der Moment der stillen Geburt ist natürlich wahnsinnig schlimm und wahnsinnig schwierig. Aber viele, wirklich viele haben es mir schon gesagt, das war trotzdem auch der schönste Moment meines Lebens. Weil ich Mutter geworden bin und weil sie gespürt haben, was das eigentlich bedeutet. Und weil sie diese Liebe gespürt haben, auch wenn es im gleichen Moment der schlimmste Moment war. Und dann haben sie mir Hans in den Arm gelegt. Der war so hübsch. Es ist geschehen. Wir können es nicht rückgängig machen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt das so schön und würdig machen und mit Liebe machen, wie es halt irgendwie nur möglich ist. Und dann kam der Tag der Beerdigung und davor hatte ich so Angst. Und dann war Xenia aber da. Es war so eine Erleichterung. Und wir haben dann auch gleich gespürt, dass wir einfach traurig sein können. Unsere Angst davor, dass wir an unserem eigenen Kind erschrecken, die hat sich überhaupt nicht erfüllt. Ich hatte das schönste Kind der Welt und der war perfekt.